Millionen von Menschen bekommen eine deutsche Rente, obwohl sie nie in das deutsche Rentensystem eingezahlt haben und zum Teil auch nicht mal in Deutschland gearbeitet haben. Jetzt könnte man sagen, ja, das wären doch sicherlich nur ein paar Millionen sein. Doch es handelt sich hier um mehrere Milliarden Euro, die hier jedes Jahr drauf gehen. Wo man ganz klar sagen könnte, hier sollte man doch durchaus mal aufräumen. Doch auch hier hat das Arbeitsministerium gesagt, das sei keine Priorität bei diesen mehreren Milliarden, die hier draufgehen. Wir schauen uns die sogenannten Fremdrenten heute einmal an und vor allem auch, was da wirklich dahinter steckt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater und wir schauen uns auf Steuern mit Kopf neben Steuer-How-Tos auch natürlich immer die steuerpolitische Entwicklung an. Und ja, ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich die Zahlen heute gelesen habe, denn wie gesagt, es geht hier um die sogenannten Fremdrenten. Das ist ein Begriff, wo man sagen muss, das habe ich in der Vergangenheit schon immer mal wieder gehört, hier den Fremdrentenbegriff, aber ich habe nicht gedacht, welches Volumen das hier wirklich am Ende hat. 6,5 Milliarden Euro wurden allein im Jahr 2020 für sogenannte Fremdrenten aufgebracht. Doch was sind diese Fremdrenten? Weil eigentlich heißt es im Umlageverfahren, dass jede Person, die heute hier im deutschen Abgabensystem arbeitet, kriegt Rentenpunkte und dann später wird dort eine Rente ausgezahlt. Jetzt ist es aber so, dass das natürlich hier nicht für alle gilt, dass die hier in dem Zusammenhang überhaupt mal ins System eingezahlt haben. Denn Deutschland hat hier wie immer mal den vorauseilenden Gehorsam und will natürlich hier auch die Umverteilung haben. Denn das Spannende ist, wir zahlen hier zum Beispiel auch noch Renten für vertriebene Westdeutsche aus dem Zweiten Weltkrieg, die natürlich hier im Großen und Ganzen vor über 80 Jahren vertrieben worden sind und dementsprechend auch nie in das deutsche Rentensystem eingezahlt haben. Und vor allem, jetzt würde ich natürlich sagen, ja Roland, aber die müssen doch auch langsam wegsterben. Nein, so ist es nämlich nicht. Denn in dem Zusammenhang gibt es hier immer laufend Neuzugänge. Wie das sein kann, dass auch über 80-jährige Personen hier noch was bekommen, das liegt vor allem daran. Hier liegt es natürlich daran, dass unter anderem natürlich neben deutschen jüdischen Glaubens und Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten wie aus Polen, wurden auch deutsche Minderheiten einbezogen, die in der Sowjetunion aufgrund ihrer deutschen Volkszugehörigkeit unterdrückt wurden. Aha. Und auch Rentnerinnen und Rentner der DDR können eine Fremdrente erhalten, obwohl diese ihr Erwerbsleben komplett im heutigen Bundesgebiet verbracht haben. Die Kosten der Wiedervereinigung sind damit auch natürlich dem entsprechenden Sozialversicherungssystem aufgetragen worden. Aber jetzt wird es richtig spannend und zwar natürlich hier geht es dann weiter unten auch darum, dass natürlich auch entsprechend die Angehörigen hier einen Anspruch drauf haben. Also bedeutet, obwohl diese Personen auch nicht oder nicht lange in Deutschland gearbeitet haben, kriegen sie teilweise einen vollen Rentenzuschlag, könnte man sagen, und zwar in Höhe der fast normalen Renten. Vertriebene Flüchtlinge aus den Deutschland einzugliedern und dabei rentenrechtlich so zu stellen, als ob ihr gesamtes Versicherungsleben in Deutschland dann stattgefunden hätte. Und, wie gesagt, es geht hier nicht nur um diejenigen, die damals vertrieben worden sind, sondern laut Wirtschaftswochen auch natürlich Angehörige deutscher Minderheiten in Russland, Weißrussland, Kasachstan und in der Ukraine können Kamlowski zufolge auch heute noch als Vertriebene anerkannt werden. Also, auch wenn du nicht mal der direkt Vertriebene von damals bist, hast du heute an dieser Stelle hier Anspruch auf diese deutsche Rente, also auf eine sogenannte Fremdrente. Das heißt, hier werden aktuell natürlich hier ca. 6,5 Milliarden jedes Jahr für Personen ausgegeben, die nie in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt haben. Auch natürlich, obwohl sie nie hier von einer der Regelungen betroffen waren. Also sprich, die damals vertrieben worden sind, sind vielleicht zum Teil schon längst tot, aber deren Angehörige bekommen trotzdem noch den Rentenanspruch, weil die haben vor 80 Jahren oder vor über, ja sag ich mal, vor ein paar Jahrtausenden, könnte man fast meinen, hier wahrscheinlich diese vertrieben worden sind. Ganz klar ist aber auch, und da muss man etwas sagen, was durchaus immer auch bei den Rentenzahlungen falsch verstanden wird. Denn das ist natürlich auch aus deutschen Steuermitteln finanziert. Denn, doch woher kommt hier das Geld? Aus der Beitragskasse, sagt man natürlich, die zum Teil durch Bundeszuschüsse, also Steuermitteln, refinanziert werden. Und hier muss man sagen, ist auch der Wirtschaftswoche ein gravierender Fehler unterlaufen. Selbstständige, Privatiers und die regulären Rentnerinnen und Rentner müssen sich an der Finanzierung nicht beteiligen. Und das ist jetzt das Spannende, weil hier ist es lustigerweise, oben schreibt man, dass es aus Steuermitteln finanziert wird,
Aber die Selbstständigen zahlen ja keine Steuern. Wäre schön, wenn ich als Selbstständiger keine Steuern zahlen müsste, um dann dieses Chaos mit zu finanzieren. Aber durchaus ist es so, dass man hier schon sagen kann, naja, auch wenn du in Deutschland Steuern zahlst und auch theoretisch als Beamter, weil Beamte sind ja kein Nettosteuerzahler, als Unternehmer, als Selbstständiger oder als Land- und Forstwirt hier deine Einkommensteuer zahlst, zahlst du auch gleichzeitig das deutsche Rentensystem mit. Denn hier haben wir gestern im Video gelernt, 130 Milliarden jedes Jahr werden vom deutschen Steuerzahler umgelegt in die deutsche Rentenversicherung. Unter anderem natürlich auch 6,5 Milliarden für diesen Bereich. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte diesen ganzen Schamott nicht mehr so wirklich vollständig mitfinanzieren und würde gern weniger Steuern zahlen, dann geh mal hier auch auf www.steuermekopf.de. Da haben wir eine Seite und zwar Steuern sparen mit PV-Anlagen. Da kannst du zum Beispiel auch hier ab einem Investment von 200.000 Euro dir 50.000 Euro Steuern erstatten lassen. Und wenn du sagst, hey, das gefällt mir, dann gerne einfach mal hier den Fragebogen ausfüllen und dann stellen wir dir direkt unseren Kontakt zu unserem Partner natürlich her. Und von daher natürlich eine Werbung an dieser Stelle. Und da ist es so natürlich, dass du dann sofort auch noch für die Jahre 23, 22 und wenn es schnell geht auch noch für 21 sogar hier an dieser Stelle die Steuererstattung von bis zu 50.000 Euro bei einem hier Invest von 200.000 Euro dann einfach durchführen kannst. Wichtig, aber auch diese Finanzierungen sind mit PV-Anlagen mittlerweile voll finanzierbar und mittlerweile mit den neuen Sätzen, die jetzt dann beschlossen werden, eine Eigenkapitalrendite von bis zu 90% möglich. Jetzt ist es aber so, dass man sagen muss, okay, diese Rentensteuerzahlungen, die hier umgelegt werden, ist natürlich auch hier ein spannendes Thema, denn auch wenn die entsprechende Person hier, sage ich mal, durch den Fremdrentenbezieher nicht aufgrund der Erwerbslebens in der Bundesrepublik verbracht haben, weist das Rentenkonto hier einen geringeren Betrag auf, um die Lücke zu Grundsicherungsniveau zu schließen, ganz oder zumindest teilweise zu schließen, werden die Angaben der Experten zufolge nun Zeiten der Erwerbstätigkeit im Herkunftsland anerkannt. Und hier wird es natürlich nochmal richtig spannend. Bedeutet also, wenn jemand, sage ich mal, aus dem Ausland kommt und sagt, hey, ich habe jetzt hier zum Beispiel im Ausland 500 Jahre lang gearbeitet, dann könnte man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass das bei uns hier auch so abgewickelt wird, dass du hier 500 Jahre Rentenpunkte bekommst. Natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber sagen wir so, wenn jemand sagt, ich habe hier dieses Arbeitsleben gehabt, dann werden die Rentenpunkte anerkannt. Obwohl es hier natürlich auch das Problem darstellt. Das schreibt die Rentenversicherung, das Arbeitsministerium auch selbst, teilweise schwierig nachzuweisen ist, ob und in welcher Höhe natürlich wirklich das Arbeitsleben vollständig, natürlich durchgängig war. Jetzt ist es auch spannend, zu sagen, aber da waren doch oben auch so ein paar Länder dabei, wo man sagt, die sind doch vielleicht in der EU. Und hier ist es natürlich auch spannend, auch obwohl hier gesetzlich die Pflicht gewesen wäre, der entsprechenden Person erst im Ausland eine Rente zu beantragen, hat hier natürlich auch der deutsche Gesetzgeber gesagt, ach, das geht auf unseren Nacken. Das aktuelle Fremdengesetz sieht zwar eine Anrechnung der ausländischen Rente auf die deutsche vor, dies gilt aber nur, und das ist ganz wichtig, nur wenn die Berechtigten diese Rente auch tatsächlich in Anspruch nehmen. Hierzu sind sie nicht verpflichtet. Und das ist jetzt lustig, weil dann sagen, hey, Rentenabend verbringe ich doch dann als EU-Mitbürger sozusagen hier in der EU, in Deutschland, habe dann natürlich meine Rentenpunkte im Ausland, aber die beantrage ich nicht, damit ich hier nach deutschem dann einfach Rentensystem hier meine Renten bekomme. Und jetzt ist es so, dass es aber hier Gott sei Dank endlich zumindest natürlich eine Änderung geben soll, zumindest angekündigt, und zwar ein Anreiz, die deutsche Beitragslast, und das ist hier, das ist sich hier in Zukunft entwickeln, aber gleichzeitig sagen hier die entsprechenden Behörden, ein Anreiz, die deutsche Beitragslast zumindest teilweise durch Zahlung der ausländischen Rentenversicherung zu entlasten, ist zumindest nicht auf den ersten Blick erkennbar. Die Haushaltswächter sehen Handlungsbedarf. So hatte nach den Feststellungen des Bundesrechnungshofs bis zum Jahr 2016 mehr als 40% der Berechtigten auf ihre Rente aus Rumänien verzichtet. Und das ist natürlich auch etwas, was man jetzt in der Zukunft ändern will, auch laut diesem Artikel, dass es hier bei den Neuberechnungen eine Änderung geben soll, aber das löst das Grundproblem nicht. Denn wie gesagt, auch der Bundesrechnungshof sagt, hey liebe Leute, die sind in Rumänien zum Beispiel hier rentenversicherungspflichtig beziehungsweise würden dort eine Rente beziehen, dann wird aber trotzdem der deutsche Steuerzahler hier mit dem Zuschuss zur deutschen Rentenversicherung belastet, obwohl er das gar nicht müsste, weil hier bei der deutschen Rentenversicherung, wenn ich mir überlege, wie akribisch die mittlerweile hier sind, um die Kohle aus den Unternehmen rauszupressen, auch mit, sag ich mal, Scheinselbstständigkeiten und Ähnlichem, da wären doch hier 6,5 Milliarden, wo man sagt, wenn das nicht mal mehr. Und wie gesagt, wir sind jetzt hier mit dem Thema auch ganz klar, Zweiter Weltkrieg. Auch das ist natürlich mittlerweile über 80 Jahre her, wo man ganz klar sagen kann, diese Leute haben wahrscheinlich gar keinen Anspruch mehr auf das deutsche Rentensystem oder auch aus anderen Ländern, wo man ganz klar sagt, hier werden die Gelder weiter ins Ausland verteilt.
Fremdrenten. Spannendes Thema. Was ist deine Meinung dazu? Schreib es uns unten in die Kommentare.